bei WoE World of Electronics, dem Elektronik- und Bastelkanal auf YouTube. Ich bin der Urs und heute beginnen wir mit meinem Monsterprojekt. Ich freue mich riesig drauf, mit meinem Monsterprojekt Vogelhaus. Und zwar beginnen wir mit der Bodenplatte. Schaut mir einfach zu und schaut, wie ich das löse. Schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr was anders gemacht hättet. Oder auch für die Zukunft, was ihr anders macht in dem zweiten Teil. Ihr könnt euch ja vorstellen, wo das Video aufhört, wie es in etwa weitergeht. Und jetzt schaut mir einfach zu. Als erstes werden wir dann Rahmen bauen für. Ich habe da die Bodenplatte, habe ich da schon mal ein bisschen aufgezeichnet, wo ich etwa gewisse Sachen haben möchte. Ja, wir nehmen die längsten. Ich habe mir da einen Tacker gekauft. Ich verlinke euch den mal unten in der Videobeschreibung. Ich finde den echt klasse. Ich habe den schon zwei, dreimal benutzt. Ist wirklich geil. Jetzt müssen wir das Ganze armieren. Dazu habe ich mir gedacht, nehme ich Hasengitter. Jetzt ein Loch gebohrt für das Abwasserrohr und da habe ich ein Loch gebohrt für das Frischwasserrohr und ich habe jetzt da noch eine Sparre reingemacht, jetzt muss ich da noch eine reinmachen. Zu biegen, gibt einen Knick. Dass es keinen Knick gibt, habe ich mir jetzt da eine Feder vorbereitet. Die kann ich mir jetzt da reinschieben. So, das müsste eigentlich reichen.
dass es dann keinen Knick gibt, dass ich das jetzt abbiegen kann. Ich zeige euch das mal. Die Ecke ein bisschen gebrochen, da die Kante, spielt aber keine Rolle, ich muss da eh noch ein bisschen aufbauen, das seht ihr dann in einem späteren Video. Das gibt ja dann das Podest für das Haus selber und der Untergrund muss ein bisschen tiefer sein, aber da hinten fällt es ein bisschen ab, da muss ich dann auch noch ein bisschen auffüllen und da unten will ich ja eben die Platte da kommt noch weg und die wird noch ersetzt durch quasi durch Beton mit Armierungen drin. Freitag 14 Uhr, das ist der Stand, wo wir jetzt haben und mehr kann ich euch leider auch noch nicht zeigen.
So, jetzt hoffe ich, der erste Teil Bodenplatte betonieren, auch wenn er noch nicht ganz durch ist, da das unterste Teil noch fehlt. Hoffe ich trotzdem, das erste Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, da im Eck kannst du mich abonnieren. Jetzt kommen ausschließlich Vogelhaus-Videos. Das heißt, am Mittwoch kommt auch ein Video. Am Mittwoch machen wir die Verkabelung für die Beleuchtung. Ich werde euch auch noch zeigen, wie ich mir das Hütchen vorstelle oder wie ich das gebaut habe für oben auf die Straßenlaternen, weil die Beleuchtung besteht ja aus 4 Straßenlaternen. Jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Urs.